Was wir heute präsentieren möchten, sind Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt. Also wir suchen eigentlich kein Geld für Start-ups, aber freuen uns natürlich über hohe Summen für mögliche Folgeprojekte. Das war im Rahmen von KMU innovativ. Es waren zwei KMU beteiligt, die A3 Systems und ICT und als Forschungseinrichtung des Fraunhofer IESE und die TU Berlin. KMU innovativ soll kleinen und mittelständischen Unternehmen Zugang zu Spitzenforschung ermöglichen. Das wollten wir in unserer Situation tun. Aufgrund von zwei Dilemmata als Hersteller begegnen wir am Markt Nutzern, die intuitive Software erwarten, kaum mehr gewillt sind, Geld für Schulungen auszugeben. Allerdings haben sie nur mit Produkten Erfolg, die kreativ sind und erfolgreich sind. Deswegen wollten wir eine Methode in die Anwendung bringen, die kleinen und mittelgroßen Softwareherstellern hilft, solche kreativen und intuitiven Benutzungsschnittstellen zu entwickeln und das alles zu einem möglichst günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis. Also wir hatten vier Hypothesen. Das soll intuitiv, innovativ und kreativ sein, was wir erreichen, und günstig. Wir haben eine Reihe von Ergebnissen geplant. Das war einmal diese Methode zu entwickeln, die prototypisch anzuwenden, also in der praktischen Anwendung von diesen zwei softwareherstellenden KMU, Werkzeuge zu entwickeln, mit denen sich die gewünschten Effekte nachweisen lassen und zugleich Transferprodukte. Ja, wir alle machen im Alltag Erfahrungen mit der Umwelt. Und diese Erfahrungen werden ganz unbewusst in unserem Gehirn gespeichert, auf ganz abstrakte Weise. So ist zum Beispiel ein Pfad für uns alle etwas, das hat einen Startpunkt, einen Endpunkt und eine Verbindung zwischen diesen beiden Punkten. Die Idee ist nun, dass wir diese Alltagserfahrungen nutzen, um Designentscheidungen zu treffen. Wir alle wissen ja, dass wir ganz intuitiv den Wasserhahn bewegen. Wenn wir ihn nach oben bewegen, kommt mehr Wasser raus. Wenn wir ihn nach unten drücken, kommt weniger Wasser raus. Warum wissen wir das? Weil wir einfach intuitiv eine Metapher bilden, die besagt, dass mehr oben ist und weniger unten. Und diese Metapher wiederum ergibt sich aus unseren Erfahrungen im Alltag, wo wir beispielsweise erfahren, je höher ein Papierstapel ist, desto mehr Papier liegt drauf und je niedriger der Papierstapel ist, desto weniger Papier liegt drauf. Das heißt, wir machen Alltagserfahrungen, bilden dadurch ganz unbewusst Metapher und diese Metapher möchten wir nutzen, um intuitiv nutzbare Designs zu erstellen. Um diese Metapher zu nutzen, bedienen wir uns der Sprache. Das heißt, wir analysieren Sätze, die die Benutzer äußern und können beispielsweise wie hier bei dieser Aussage eine Metapher bilden, dass die Rechnung buchen ein Pfad ist. Das heißt, man hat einen Anfang, führt verschiedene Schritte durch, bis man am Ende die Rechnung gebucht hat und das kann dann ein Hinweis für eine Designentscheidung sein. Unsere Aufgabe war nun, dass wir dieses Konzept der Image-Schema-Methode in die Anwendung bringen. Diese haben wir dann zuerst in einen etablierten Anforderungsprozess gegossen und diesen Prozess dann wiederum so angepasst, dass er sich leicht in die aktuellen KMU-Entwicklungsprozesse integrieren ließ. Dabei kam ein Prozess heraus mit insgesamt vier Phasen, wo sich dieses Konzept der Image-Schema-Methode vorwiegend in den Phasen 2 und 3 wiederfindet, wo wir ein Interview mit Endnutzern durchführen und deren Aussagen dann im Hinblick auf Metapher und Image-Schema analysieren und daraus dann Anforderungen für das Design ableiten. In der ersten Phase führen wir eine initiale Anforderungsanalyse durch, um Informationen zu gewinnen, um dieses Interview vorzubereiten. Wir erheben wichtige Informationen zu Projektzielen, zu den Endnutzern sowie zu den unterstützenden Aufgaben und treffen auch im Rahmen dieser Phase technische und organisatorische Vorbereitungen. In der zweiten Phase wird dann schließlich dieses kontextuelle Benutzerinterview durchgeführt, in erster Linie mit der Zielsetzung, dass wir möglichst viel Sprachmaterial generieren, aber auch, dass wir durch die Beobachtung der Nutzer in ihrem aktuellen Arbeitskontext ein gutes Verständnis bekommen über aktuelle Aufgaben, Abläufe und Probleme, die wir mit unserer Software lösen wollen. Zudem wird auch die gesprochene Sprache transkribiert, wozu man Software nutzen kann. Dieses Transkript wird dann schließlich in der Phase 3 im Hinblick auf Image-Schema und Metaphern analysiert, wozu es Hilfestellungen gibt. Zudem analysieren wir auch nochmal tiefergehend die aktuellen Prozesse und leiten Anforderungen ab, die wir in Form von Use-Cases spezifizieren. Und diese Use-Cases werden dann auch auf die Metapher gemappt, die wir identifiziert haben. Dies ist dann schließlich der Input für die Designphase, wo wir dann Prototypen erstellen und diese auch evaluieren im Hinblick auf intuitive Benutzbarkeit, Innovation und Kreativität.
Und wir haben auch für diese Evaluation im Rahmen des Projektes einen Evaluationsbaukasten entwickelt, der auch die KMU dabei unterstützt, diese Kriterien zu überprüfen. Wir geben auch konkrete Metriken und Tools vor, um die Prototypen dahingehend zu evaluieren. Ja, genau. Insgesamt wurden in unserem Projekt 5 Evaluationen durchgeführt mit verschiedenen Benutzergruppen und insgesamt 4 Prototypen. Und mit dem schönen Ergebnis, dass alle 4 dieser anfänglichen Forschungshypothesen sich erfüllt haben. Also die getesteten Prototypen, die wurden als intuitiver wahrgenommen, als innovativer und als kreativer als nach herkömmlicher Entwicklungsmethode entwickelte Vergleichsprodukte. Und auch die Methode an sich bietet ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis. Also es sind am Anfang natürlich Schulungsaufwände, wie bei jeder neuen Methode. Es gibt durch diese Interview-Geschichte Zusatzaufwände. Aber insgesamt gab es ein strukturierteres Vorgehen, was insbesondere die Implementierung schneller gemacht hat. Und auch die Denkweise der Entwickler hat sich geändert. Also es wurde nicht mehr nur in Datenbanken gedacht und Performance, sondern durch die Nutzerbrille gesehen. Besonders stolz sind wir auf unsere Ergebnisse. Es gibt ein Projektportal mit einem umfangreichen Methodenhandbuch, Videos, Bildergalerien, ein Glossar. Wir sind vernetzt auf den sozialen Plattformen und sind damit auch schon am Ende unseres Vortrags. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Kommentare. Wir sind auch heute in der Ausstellung mit unserem Poster, das da hinten steht. Und ja, freuen uns auf Ihr Feedback.